Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Outriders. Die letzte Folge haben wir erfolgreich absolviert, haben der Juno den Kopf gebracht von der Bestie, die tatsächlich relativ einfach war. Und jetzt geht es daran, in der Story weiterzumachen und zwar den Outrider-Truck zu finden, weil unserer ist ja leider nicht mehr so ganz funktionstüchtig. Ich hoffe mal, dass wir hier, obwohl doch, hier laufen wir richtig. Hier waren wir ja vorhin schon, wo wir aus Versehen die Gegner angelockt haben. Gibt es direkt nochmal einen Siegesschuss. Oder war das hier? Ne, ich glaube, das war woanders. Hier sieht irgendwie im Wald, sieht alles gleich aus. Ah, wir haben eine Kiste. Mit einem schönen Ausblick auf den Wasserfall. So, was sagt's Navi? Einmal hier unten lang. Was ist das? Ist das Blut? Ja, ist Blut. Du Armer. Okay, ist nur Wind. Ich dachte gerade, hier kommt irgendwas angerannt. Ja, es klingt schon wieder nach Kampfmusik. Was ist denn hier eigentlich los? Aufgebrachte Vögel sind meistens kein gutes Zeichen. Die wissen immer schon vorher, was passiert. Räume das Nest frei, sag ich doch. Ja, wir ballern zurzeit echt wieder gut rein. Ja, wir sind echt stark ausgerüstet. Wo ist er denn? Trau dich raus? Ja, genau. Jetzt haben wir ja auch ein weiteres Magazin. Genau, jetzt haben wir zwei Lava-Geschoss-Magazine. Das wird uns extremst voranbringen. Das hätten wir schon viel, viel eher machen müssen. Aber ich glaube fast, wir hatten die Fähigkeit nicht eher. Nein, ich habe nachgeladen. Entschuldigung, ich war dumm. Nur eins? Wollte schon sagen, die kommen doch selten allein. Oh, ah. Nee, wir sind, glaube ich, ausgewichen. Diese Mistbiester. Ich hasse sie. Jetzt gibt's Lava-Geschosse. Dann habt ihr keine Chance mehr. Jawohl. Haben wir doch ganz gut hingekriegt. Und sogar was Lilanes. Dr. Scurlock hier. Ich muss zugeben, dass es eine Freude war, dich und deine Begleiter zu treffen. Wir sind dankbar für die Hilfe, Doc. Aber ich hätte eine Frage. Das Gegengift für den Pilz. Warum behaltet ihr es für euch? Unsere Leute kommen nicht aus dem Tal raus. Wenn sie wüssten, dass... Ja, wenn... Überleg mal. Was würden sie als erstes tun? Sie hätten solche Angst, dass die andere Seite es bekommen könnte, dass sie mich einsperren würden. Diese engstirnigen, stammestreuen Idioten kennen nur den Krieg. Hier ist es anders. Wir sind alle frei. Wir müssen keine Angst haben, dass unser Nachbar uns die Kehle durchschneidet. Männer und Frauen, Freunde und Feinde. Hier ist nur die Natur unser Feind. Klingt zu schön, um wahr zu sein. Tja, wir tun, was wir können. Es mangelt an Ressourcen. Aber du und deine Freunde könnt bleiben, solange ihr wollt. Klingt wirklich alles ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Mal gucken. Da gab es noch was zum Abbauen, das haben wir noch schnell mitgenommen in der Zeit, wo er quatscht. Es ist schon wieder viel zu ruhig. Der Wald sieht schon geil aus. Definitiv, ist halt ziemlich düster, aber rein von der Optik, wie es gemacht ist, gefällt es mir sehr. Man hat halt nur absolut gar keine Orientierung, weil, wie es halt im Wald so ist. Es sieht halt alles gleich aus. So. Ich wollte schon sagen, das sieht mir doch nach Kampf aus hier hinten. Hier, da selbst solche Steine. Ja, das ist es dann. Man kann sich zwar ducken, ich glaube, dann passt es, aber er kommt dann trotzdem ein Stückchen höher. Und ich habe es mit meinem anderen Charakter auch schon gehabt, dass... Obwohl ich hinter einem Stein geduckt war... Dass es mich trotzdem voll erwischt hat. Ah.
hätte gern erstmal den ausgeschalten, weil der macht auf jeden Fall am meisten Damage. Diese Asche-Detonation gefällt mir echt sehr gut. Ja, ah. Komm schon, stirb. Unsere Lavageschosse sind zum Glück gleich wieder so weit. Dann können wir den zweiten damit holen. Ah, da kommt ja noch einer. So war ausgeweicht immer von denen, ne? Aber jetzt... Uff, wo kamen die denn her? Bam. Ich bin Kang Yong-Soo. Ich bin der, der deine Freunde aus der Unterwelt gerettet hat. Ich bin für eure Aufnahme zuständig. Aufnahme? Ich hab's schon Scurlock gesagt. Wir sind nur auf der Durchreise. Nicht Scurlock bestimmt, wer bleibt und wer geht. Ich bin für die Sicherheit des Lagers zuständig. Klar, aber ohne Scurlock und seinen Impfstoff gäbe es kein Lager. Und ohne meine Soldaten gäbe es keinen Scurlock. Kann ich was für dich tun? Ich bin froh, dass ihr nicht lange bleibt. Okay. Ist doch mal ein nettes Gespräch, was er da angefangen hat. War das jetzt das Einzige, was er sagen wollte? Anscheinend. Wir sind fast Stufe 20, fast Weltstufe 9. Wir haben hier noch eine Bestie. Na, das wird interessant. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Alles klar. Ich sollte meine Fähigkeiten nutzen. Jetzt sind wir nämlich bei Spaltzahn. Müssen wir, glaube ich, hier wieder gerade zurück. Hier hinten durch, ne? Ja. Mal kurz die Nase krabbeln. Der Spaltzahn ist an sich ganz gut, um Titan zu farmen. Die Sache ist, wir müssen halt vorher sterben, bevor wir es abschließen. Weil ansonsten die Quest weg ist. Und diese Bestienmission kann man, soweit ich weiß, nur einmal machen. Zumindest habe ich sie mit meinem anderen Charakter hier aus Versehen abgeschlossen, die Mission. Und jetzt schon seit 3-4 Tagen ist sie auf jeden Fall nicht wiedergekommen. Deswegen gehe ich mal ganz stark davon aus, dass das auch nicht weiter passieren wird. An sich sind die besten Missionen eh geil, um Titan zu farmen, weil die halt relativ viel Titan verlieren und meistens ja auch lila Gegenstände. Und wenn man sich dann sterben lässt, dann kommt man einfach hier vorne wieder raus und kann das halt schön 30, 40, 50, 1000 Mal hintereinander machen. Deswegen bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich jetzt hier die Mission abschließe. Ich mache es mittlerweile mit einer anderen Bestienmission, die kann ich euch später mal noch zeigen. Beziehungsweise werde ich wahrscheinlich auch mal ein extra Video zumachen. Weil so ist es auf jeden Fall locker möglich, 1.500-2.000 Titan in der Stunde zu farmen. Da ist er. Wir müssen mal gucken, wie viel Spaltzahn verliert. Aber eigentlich gefällt mir die Mission, die ich aktuell mache, besser, weil der Gegner da sofort da ist und ich brauche gerade mal eine Minute, den zu erledigen. Ich glaube, wir sind hier auch gerade noch ein bisschen schwach unterwegs, um hier große Töne zu spucken. Geh weg mit deinem Strahl. Wir haben ihn gleich. Wir müssen mal gucken, wie viel er verliert. Jetzt kommen hier noch Insekten. Scheiße. Und der Strahl. Ganz schlecht. So, aua. Wir hauen jetzt erstmal schnell noch das Insekt hier weg. Das geht mir richtig doll auf die Eier. Da sind ja noch mehr. Lasst mal ganz schnell gucken, wie viel Titan wir jetzt aufheben. Oh, wir sind tot. 5-7 ist gar nicht so viel. Ja, viele schreiben, das ist die beste Quest dafür. Ich finde aber die, die ich mache, besser. Also können wir die jetzt hier abschließen. Dann sind wir halt mal gestorben. Ist ja nicht schlimm. Wir haben dafür... Oh, Alter. Haben dafür ein bisschen Titan und Ausrüstungsgegenstände gefarmt und dann schließen wir die jetzt ab und dann haben wir das auch erledigt. Weil mir dauert es hier einfach zu lange, ihr seht's ja. Bei der Quest, die ich mache, die ist bei Das Tor, heißt der Ort. Ich zeig die, wie gesagt, nochmal. Dann kann ich halt einfach komplett reinrennen. Der Gegner ist sofort da. Ich habe den, also die ganze Quest abgeschlossen innerhalb von, also 40, 50 Sekunden.
Und der verliert meistens. Gut, da bin ich auf Weltstufe 10, hier bin ich auf der 8. Da bin ich meistens aber so bei pro Durchlauf bei 20, 25 Titan plus 2, 3 lila Gegenstände, die auch nochmal so 5 bis 7 Titan rausschmeißen. Gerade hier mit den Insekten, Flugviechern. Das wird ja auch auf den höheren Weltstufen noch schlimmer mit den Biestern. Das ist mir nix. Nee, dann schließen wir die hier in Ruhe ab. Oh, ah, shit, das war doof. Das war nochmal doof. Jetzt kommt wieder der Strahl, oder? Ich glaube, wir haben ihn unterbrochen. Er muss jetzt erstmal sterben. So, dann sterbt ihr jetzt hier. Zack. Brauchen unbedingt Lavageschosse. Wir haben echt wenig Leben, ne? Wenn uns die Viecher jetzt hier noch ein paar Mal treffen, haben wir echt ein Problem. Müssen ausweichen. Jetzt haben wir sie. Los, Attacke. Oh, shit, shit, shit. Wir brauchen Leben, wir brauchen Leben, wir brauchen Leben. Schnell das. Jawohl. Und jetzt haben wir es. Okay, sehr gut. Einer lebt noch? Ach, da hinten. Hat sich gar nicht bemerkbar gemacht, der Kleine. Wollte nicht sterben. Hat sich's anders überlegt. Gut, gibt's ja noch eine Kiste oder sowas? Wahrscheinlich nicht. Wir gucken trotzdem nochmal schnell in die Ecken. Nö. Da müssen wir wieder zu Noah. Das machen wir natürlich nicht jetzt. Wir können hier nochmal gucken. Hier muss es doch eine Kiste geben. Jawohl. Sehr gut, also haben wir doch noch eine. Ja, und bei der anderen Quest, die ich da mache, gibt es insgesamt 3 Kisten, aber die brauchen ja eh Ewigkeiten, bis die wieder spawnen. Wir sind fast Stufe 20. Wir sind die letzten Folgen echt gut vorangekommen. Stufen gibt es insgesamt. Aber das werdet ihr bestimmt schon wissen. Moment, hier hinten. Hier mussten wir durch. Und 15 Weltstufen. Da glaubt mir so, ab Weltstufe 11 wird es echt heftig. Also Weltstufe 10 geht noch. Aber Weltstufe 11... Oh nee, jetzt bin ich verkehrt. Entschuldigung, vergesst, was ich gesagt habe. Weltstufe 10 wird schon um einiges härter und 11 dann noch mehr. Habe ich selber noch nicht erreicht, aber im Multiplayer kann man ja auch auf den Weltstufen der anderen mitspielen. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Wir wollten ja eigentlich die Hauptquest weitermachen, das ist Asyl. Und dafür müssen wir auch wieder zurück. Dafür müssen wir da hinten durch. Ach, das buggt doch schon wieder. Da hinten ging es nicht weiter. Sondern zu dem Schnellreisepunkt, was keinen Sinn macht, weil hier auch ein Schnellreisepunkt ist. Aber wir sind doch hier rausgekommen für die Quest. Wir werden doch nicht hierher. Erkunde den Wald. Wir müssen weiter zum Wald. Hängende Trucks, aktive Mission. Und wir sind hier. Also doch hier vorne lang. Ach ja. Wenn man nicht doppelt und dreifach nachguckt, ist das echt ärgerlich. Weiß nicht, was daran so schwer ist. Also ich kenne, glaube ich, kein Spiel, bei dem das so buggy ist, mit dieser Navigation. Ich meine, es muss ja nicht mal unbedingt hier so eine 3D-Strich sein, der hier durch die Welt fliegt, wenn es zumindest auf der Karte angezeigt werden würde. Man einfach guckt und da sieht, welchen Weg man gehen sollte. Würde ja schon vollkommen ausreichen, wäre mir tausendmal lieber als dann ein fehlerhafter Mist hier. Kommt, glaube ich, auch gleich noch ein großer. Den meinte ich nicht. Ja, selbst die Alphas haben kaum noch eine Chance gegen uns. So. Ich heb mir die Lava-Geschosse mal auf, weil wie gesagt, gleich kommt noch eine große Bestie. Dann haben wir die übrig für ihn.
Und ihn? Perfekt. Ich glaube, jetzt kommt es gleich hinten. Ja, sag ich doch. So, wer ist denn das? Eine Narbenhaut. Das Gute ist, wenn man ordentlich kritische Treffer landet und genügend Schaden verteilt, dann fangen die so an zu wanken, wie ihr es gerade eben gesehen habt. Boah. Trotzdem noch runtergestoßen, ne? Aber selbst hier zwei Lava-Geschoss-Magazine. Wir haben ihn fast. Na gut, das zweite war jetzt... Wir hatten gar kein zweites mehr. So, wir müssen jetzt erstmal kurz die Kleinbiester beseitigen. Die nerven mich. Autsch. War doch ein relativ großer Radius. Geh weg. Mist, jetzt habe ich die Asche-Detonation komplett verschenkt. Wir machen erstmal diesen hier. Und jetzt gibt es nochmal Lava-Geschosse auf den Kopf. Und dann haben wir ihn doch. Und erledigt. Sehr gut. Stufe 20 erreicht. Cool. Wir haben wieder einen Klassenpunkt. 64 Leben und 100 Anomaliekraft. Zwei lila Gegenstände. Schöne Sache. Wir gucken gleich mal nach dem Klassenpunkt. Aktuell gehen wir ja eigentlich hier unten den Weg. Erhöht deine Anomaliekraft für jeden freigeschalteten Magma-Golem-Klassenknoten. Ich weiß nicht, was Magma-Golem-Klassenknoten ist. 10% mehr Leben wäre ziemlich geil. Brauche ich nicht lange überlegen. Nehmen wir. Inventar schauen wir dann mal, wenn wir die Quest hier abgeschlossen haben, sobald wir wieder im Camp zurück sind. So, ich weiß auf jeden Fall, dass hier hinten noch eine Kiste ist. Genauso wie damals. Dann habt ihr was gemeinsam. Jetzt brauche ich die Höhepunkte. Ja. Sieht doch noch funktionstüchtig aus, oder? Ich würde sagen, die Anomalie ist hier ein bisschen stärker unterwegs. Ölpumpe rausgenommen. Ich hab die Pumpe aus dem Truck. Gut, dann beeil dich. Dieses Rindvieh Klang schaut mich andauernd so schräg an. So, zurück zum Camp. Sehr, sehr gut was ist denn heute los mit mir? Sehr, sehr gut durchgekommen. Die ganzen letzten Missionen alle hier im Wald. Lest so lange, bis du Widerstand fühlst, dann lockern. Hey, schon alles weg, was ich dir beigebracht hab? Beigebracht? Du denkst, du hättest mir irgendwas beigebracht? Ich glaub's ja nicht. Trotzig. Das Temperament hat sie eindeutig von dir. Dann machen wir eben eine Pause. Hast dir wohl das Recht verdient, dass ich's dir erzähle? Also, vor langer Zeit, vor diesem Scheißplaneten, bevor wir die Erde verließen, flog ich Arbeiter zur Caravel-Raumstation. Die Flammen schlossen mich ein und ich suchte einen Ausgang. Da stolperte ich und sah diese verdammte Schwangere unter den Trümmern. Ich konnte uns beide retten. Moment, du warst bei der Caravel-Katastrophe dabei? Alle Überlebenden der Caravel erhielten einen Freiflug an Bord der Flores und ich traf sie wieder. Genau hier, in Trenchtown. Ihr Kind kam zur Welt. Ein Mädchen. Und sie nannte es Channa. Und das kleine Balk war erst 6, als seine Mutter getötet wurde. Vor seinen Augen. Du hast sie aufgezogen. Na los. Da
Der Truck repariert sich nicht von alleine. Schon ein bisschen niedlich, ne? Aber auch irgendwie so ein bisschen mit einem traurigen Unterton. Keine Ahnung, was dann passiert ist. Irgendwann wahrscheinlich keine Lust mehr gehabt auf die Daddy-Rolle. Vaterrolle, Daddy-Rolle, wie auch immer. So, wir gucken jetzt mal ins Inventar. Beziehungsweise machen wir erstmal ein Folgenende. Es ist schon wieder soweit und dann fangen wir nächste Folge mal damit an, uns hier noch ein Stückchen besser auszurüsten. Ich danke euch fürs Zuschauen. Morgen 17 Uhr geht's weiter. Klappe. Bis dahin. Macht's gut.